Der Algorithmus, der allumfassende, der alles beherrschende Algorithmus. Ja, mittlerweile ist es ja fast schon so, dass unser Leben auf den Algorithmus ausgelegt ist. Ich habe gerade einen schönen Beitrag gelesen, beziehungsweise es war nur eine Passage, ein kleiner Satz, wo ein Künstler gefragt hat, okay, wie sehr lassen wir uns vom Algorithmus treiben? Und wie sehr als Künstler lassen wir uns vom Algorithmus beherrschen? Ist ja eine sehr berechtigte Frage, gerade als Künstler. Wenn man ja seiner Kunst nachgeht und die Intuition und seine Emotionen und seine Gefühle da reingibt in seine Kunst, da steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht der Algorithmus, der ganz andere Ziele hat. Der das Ziel hat, dass die Menschen so lange wie möglich die Videos schauen, damit diese Plattform davon leben kann. Das ist ein Business und in diesem Business geht es darum, Werbezeiten zu verkaufen. Und das funktioniert am besten, wenn ganz viele User ganz lange auf dieser Plattform drin sind und sich die Videos anschauen. Also teilt der Algorithmus diese Videos, die oft angeschaut werden, die entweder total entertainend sind, total lustig sind, total, ja, keine Ahnung, albern sind oder etwas anderes Interessantes enthalten, was die Masse gerne sehen will. Und gerade als Künstler, und ich bezeichne mich in dem Zuge auch als Künstler, weil ich mit meiner Arbeit oder mit der Form der Darstellung, wie ich die Welt wahrnehme, für mich auch Kunst erschaffe. Natürlich nicht in jedem Projekt, was ich tue. Meistens fließt das in Kundenprojekte so ein bisschen ganz wenig rein, so die Kreativität, die dann bei der Konzepterstellung mit reinläuft. Aber bei meinen eigenen Projekten, das ist dann vollkommen frei. Da kann ich mich als Künstler ausleben. Da kann ich dann der Intuition folgen oder den Ideen, die ich habe, die ich gerne probieren möchte und umsetzen möchte. Und dieses Probieren und Umsetzen der Ideen und der Intuition bedeutet dann auch, dass man irgendwas macht, ja, was einfach total uninteressant ist für die meisten, die da draußen sind. Weil der Kontext fehlt. Weil der Kontext bei einem Künstler findet ja meistens im Kopf statt, in seinem eigenen Kopf. Und der fehlt dann sehr häufig den Zuschauern dann, weil der Zuschauer natürlich auch nicht die Zeit hat, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wir werden geflutet mit Informationen, mit Videos, mit Ratschlägen, noch und nöcher. Und sind wir immer ganz selektiv dabei, welche Geschichten wir uns angucken, welche Videos wir uns anschauen, welche Textbeiträge, welche Fotos wir uns länger als 2 Sekunden betrachten. Und da schließe ich mich ja nicht aus. Also ich habe natürlich einen anderen Gesichtspunkt als jemand anderes vielleicht, weil ich das auch für meinen Beruf nutze und für meine Kreativität nutze, diese Plattform. Und dann natürlich auch viel gucke, was andere Künstler so machen oder andere Kreative in ihrem Bereich so machen. Das muss nicht immer der Videobereich sein, sondern das können auch Maler und Artisten und was auch immer sein. Also man holt sich ja die Inspiration von jeder Quelle, die man so bekommen kann und versucht das dann auf seine Arbeit zu adaptieren. Aber der Normalsterbliche, der sein Gehirn einfach ein bisschen ruhen lassen will, der guckt da rein und entscheidet in 2 Sekunden, ob das interessant ist oder nicht. Wenn ich mir jetzt als Künstler überlege, dass mein Video 5 Sekunden mit Stille im Wald anfängt, wo man nur die immersiven Geräusche des Waldes hört, ja, dann passt das nicht gerade in diese Zeit. Nach diesen 5 Sekunden sind schon 80% der Menschen haben schon weiter geswiped. Ja, und dieses Thema, denke ich, treibt uns ja Creator, uns Künstler, alle irgendwie ein bisschen an. Wie sehr verbiegen wir uns, um dem gerecht zu werden, was die anderen sehen wollen, somit auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und somit auch mehr Aufträge zu bekommen, weil wir leben davon. Also dieser Beruf, den ich ausübe, davon lebe ich auch. Also das ist meine Kunst, meine Arbeit, meine Leidenschaft und mein Broterwerb. Also muss man versuchen, das Ganze, also so handhabe ich das, so ein bisschen den Mittelweg zu finden, dass man sich nicht zu sehr verbiegt für den Algorithmus und sich selber noch treu bleibt, aber dass man natürlich auch schaut, dass man die Menschen erreicht, die man als Kunde vielleicht haben will. Ja, und ich denke, das ist so eine der größten Herausforderungen, die wir als Creator oder als Menschen, die sichtbar sein wollen, es müssen noch nicht mal Creator sein. Also jeder Mensch, der selbstständig ist und ein Unternehmen hat oder eine Einzelunternehmung hat oder Dienstleister ist, ist im Social Media irgendwo vertreten oder sollte vertreten sein. Und da fängt es dann schon an zu schauen, okay, was mache ich? Wie zeige ich mich? Wie will ich mich darstellen? Wie sollen mich die anderen wahrnehmen? Diese ganzen Fragen kommen dann da auf. Ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Glück, weil ich als Creator und als Künstler und als Videokünstler, sage ich mal so, hört sich schön an, als Videokünstler. Ich muss das mal auf der Zunge zergehen lassen. Videokünstler. Videoartist. Wie findet ihr den Begriff? Mir die Freiheit rausnehmen kann, dass mein Bild, das ich nach außen zeige,
auch meine Kreativität darstellt, also dann auch wild sein kann und experimentell sein kann und auch nicht straight sein kann, also chaotisch sein kann und darf. Weil das ist ja auch das, was meine Kunden an mir schätzen und meine Kunden von mir letztendlich kaufen, meine Kreativität, damit ich tolle Konzepte erstelle, um diese Person sichtbar zu machen. Also mich würde total interessieren, wie ihr zu dem Thema steht und was ihr denkt, wie man diese beiden Punkte miteinander verbinden kann oder handeln kann oder auch vielleicht gar nicht muss. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.